Kapitel 8. Secrets. Ertappt. Murderer okay. gets arrested. Detektiv haftet Mörder. Dafür muss er ja eigentlich nur den Mord sehen, oder? Ja doch, müsste eigentlich klappen. Peng und jetzt sieht der Detektiv. Er hat's ja gesehen, also er geht ja jetzt hin und verhaftet ihn. Ein guter Detektiv, der seinen Augen glaubt. Dieb. Was macht der Dieb? Butler gets fired. Oh, ich mag das mit dem Zeugen. Der Butler kann die Waffe jetzt nehmen. Er sieht, dass die nicht da ist. Moment. Ja, er sieht die. Er legt die zurück. Und der... Feuer die. Sauer ist das Bild. Schön. Rache. Spouse gets vengeance. Ah, der Herzog oder die Herzogin muss Rache nehmen. Mhm. Dann nimmt er die Waffe, dann tötet er den ersten. Er legt die Waffe zurück. Der Herzog nimmt sie sich und der Beisal ist wieder Zeuge eines weiteren Mordes geworden. So einfach geht das hier. Geht's auch andersrum? So, ja, es geht auch andersrum. Aber zuerst hatte ich ja das mit dem Herzog, aber das war schon mal ganz nett. Peng. Irgendwie ganz witzig. Anzeige. Duchess gets murderer arrested. Herzogin lässt Mörder verhaften. Okay, dann das heißt, sie muss ja eigentlich den Mord dann beobachten. Der Butler nimmt die Waffe und erschießt den Herzog. Das muss ja passieren. Hm. Er legt die Waffe zurück. Sie sagt, dass er es ist. Und er verhaftet dadurch... Aber der Herzog ist nicht daheim. Okay, okay. Herzogin lässt Mörder verhaften, haben wir ja jetzt. Aber der Herzog ist nicht daheim. Das heißt, der Detektiv muss doch theoretisch dann alleine darauf kommen. Warte, die Herzogin muss petzen? Ja, die Herzogin muss petzen. Okay. Ich glaube, das ist für mich jetzt ein bisschen schwieriger. Also er muss ja auf irgendjemanden muss er ja schießen. Reicht es, wenn sie die Waffe sieht? Also sie ist zumindest aufgeregt. Kann sie das dem Butler sagen? Dem Detektiv? Na, das bringt schon mal gar nichts. Ihm interessiert das nicht, ob er eine Waffe trägt oder nicht. Nur wenn er auf jemanden schießt. Waffen sind wohl nicht verboten. Ja, das hatte ich doch gerade auch. Na, ohne den Herzog ist es schon ein bisschen schwieriger. Aber ich sehe schon, ihr werdet das gleich schon haben. Wo denn genau? Da sieht sie das.
Die sagt ihm das. Und jetzt weiß er es genau. Perfekt. Das war schon wieder ein Kapitel. Kapitel 8, um genau zu sein. Viel Spaß. Ciao, ciao.